Okay. Ich trinke erstmal einen Wein. Dann lade ich meinen Nachbarn ein. Aus einer Stunde werden drei. Und ich bin immer noch dabei. Wir bestellen uns ein Bier. Und plötzlich sind es dann schon vier. Wir sind jetzt alle schon per Du. Komm, setz dich bitte auch dazu. Schon live? Okay. Okay, weil ich werde, wie gesagt, zwischen den Spielen immer rum und hin und her switchen. Und bei dem ersten, wenn das Spiel angefangen hat, ist das Spiel komisch rüber. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Gut. Ich geh wieder rüber.
das mit meinem Kopf sieht. Wenn Steffes gleich kommt, ist die Kamera wieder richtig und Steffes und Rio, oder ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit hier bist oder nur wenn die Spiele nicht sind. Wahrscheinlich ganze Zeit bist du hier, oder? Ja, Gut, normalerweise bin also ich die ganze Zeit. gut, dann bist du da. Steffes schaut immer rein nach zwischen den Spielen. Ich begrüße Daytona. Hallo. Das deutsche Derby startet gleich. Das erste Spiel in dieser, man kann das ja Weltmeisterschaft nennen praktisch, ne? Bei so vielen Clubs, die mitmachen. Ganz genau. Spannend. Und das ist ein wichtiges Spiel. Direkt das erste Spiel, ein Derby. Das darf man eigentlich nicht verlieren. Oder? Lieber nicht. Nein, glaube ich nicht. Also, ich habe schon große Hoffnung, wir werden es schon hinschaffen. Wenn alles normal läuft, sollten wir doch wohl gewinnen. Außer AS United Sicht. So, ich muss gucken, ob alles eingerichtet ist. Ja, sieht gut aus. Immer wenn Steffes kommt, mache ich mal auf dieses Dreierbildschirm. Ansonsten mache ich hier diese Solo-Cam. Gut. Und fünf Spiele stehen an. Fünf Leute von uns. Und wir schauen mal später, wer für uns spielt. Hallo Nishtor, hallo. Gleich geht's los. Das kann spannend werden. Weißt du schon, wann du dran bist? Oder noch nicht? Wird eine Überraschung. Oh, okay. Na gut. Ist vielleicht besser so, genau. Nicht, dass der Gegner weiß, was los ist. Genau, deshalb sage ich nichts. Sehr gut. So, okay. Vielleicht kann ich was über das Turnier sagen. Das ist auf jeden Fall die fünfte Ausgabe. Es gab schon vier von diesen Club-Weltmeisterschaften. Dieses Jahr gab es eine lange Qualifikationsrunde, wahrscheinlich jedes Jahr. Das ging bis über den März, bis in den April hinein. Wir waren schon von vornherein qualifiziert und sind nur in der Gruppenphase. Tatsächlich gelandet mit dem anderen einzigen deutschen Club. Oder gibt es noch einen anderen deutschen Club? Ich glaube nicht, der dabei ist. Der FC Newgate. Eine Fusion aus Newgate und den FC Germany. Da bin ich mal gespannt, was die in petto haben. Das kann spannend werden. Oh ja, das glaube ich auch. Das Motto ist heute Deutsch. Ich habe alles im deutschen Layout gemacht. Deutsche Jodelmusik, genau das haben sich die Leute gewünscht. Und im Anschluss Ballermann-Musik. Dafür sind die Deutschen bekannt. Hallo Ademos, hallo. Oh, dann bin ich sehr gespannt, die Musik jetzt zu hören. Und du hörst die nur, wenn du den Stream anhast. Ah, ja, richtig. Wir können auch danach auch jodeln. Das war doch was. Ja, hihi. Jodli, 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 jodli. Ja, so gut bin ich nicht in Jodeln. Ja, bin ich doch nicht. Ist ja auch kein Deutscher. Deutsche müssen jodeln können, sonst werden die des Landes verwiesen. Nein, Quatsch. Ich glaube, das ist das Problem. Ich bin kein richtiger Deutscher. Richtig, nur Deutsche können jodeln. Nein, Quatsch. So, Engi Hamster ist da. Der macht auch beim Emerald Cup mit. Rio ist auch schon drin. Lime. Ness ist doppelt drin. Galtoni von FC Newgate. Okay. Und der Veranstalter VAQ. Spannend. Gleich geht's los. Noch 6 Minuten. Das ist spannend. So, wir Westfalen können nur saufen. Ja, ich habe ja auch schon ein köstliches Altbier bereit. Wie ein richtiger Deutscher. Ich bin ja auch Westfale. Spannend, spannend. Ich freue mich schon, wenn Steffes gleich auftaucht und seine Meinung abgibt. Ich habe eine Frage, was heißt Westfalen? Westfalen, das ist ein Teil in Deutschland, also du kennst bestimmt Nordrhein-Westfalen, das ist ein Bundesland. Und Westfalen ist halt ein Teil vom Bundesland Nordrhein-Westfalen. Okay, interessant. Fiege, ja, Fiege trinken die Bochumer in der Regel, aber ich bin ein abwechslungsreicher Freund und manchmal trinke ich gerne ein Altbier. Altbier, das Lieblingsbier der Düsseldorfer. Abwechslung muss auch mal sein, nicht immer dasselbe trinken. Spannend,
Spannend, spannend, spannend. So. Vielleicht haben wir auch ein paar ausländische Freunde im Chat. Später vielleicht. Hoffen wir mal. Da ist bestimmt jemand dazugekommen. Essen ist auch bereit und Barker. Wow, wow, wow. Hast du Roberto gepult? Oder Spaß? Also ich habe gepult. Hm? Und zum Glück hatte ich ihn mit 150 dBs bekommen. Ui, das ist gut. Glückwunsch. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich spare also er ist sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Ja. Ich habe schon online gespielt und habe gesehen, Roberto... Wenn er schon gegen Leute spielt, die Skillblock haben, wie mein Tsubasa, kommt er immer noch mit Pass durch, wenn ich Abfang mache mit über 70%. Also das, dann passt er schon sehr stark. Ganz genau. Und das Schlimmste ist, mit jeder Zeit wird er noch mehr genau. stärker. Richtig, der hat, je länger er im Spiel ist, genauso wie der grüne Schneider, und dann je besser ist er dann, genau. Also er ist wirklich der perfekte Konter für Matsuyama, Michel, die können nicht den Abfang. Nicht blockieren. Genau, aber ich falle nicht drauf rein. Ich habe keinen Bock, wieder 1500 Bälle auszugeben. Ich spare. Ich glaube, wenn es genauso wie letztes Jahr läuft, dann, falls du dich erinnerst, im Mai kam, glaube ich, der rote Dias raus und im April der blaue Naturesa. Und es gab dann zum Anniversary diesen Vierer-Step-Banner. Da waren Naturesa und Dias nochmal drin. Vielleicht rollen die das wieder auf und deswegen spare ich mir lieber die Bälle. Sein. So, sind denn Alte vom FC Germany dabei? Also wenn ich so in die Teilnehmerliste sehe, sieht es noch nicht so aus. Hamster ist aber, glaube ich, deutsch. Aber der kam von Newgate, ne? So, hab nur den Battle Pass geholt, der Matteo muss reichen. Ja, Battle Pass hole ich mir. Auch immer 30 bezahlt Bälle, gehen schnell. Der Bunak ist ja auch nicht so schlecht, wenn man Debuff spielt. Der letzte Monat dabei war. Und ich habe ja den roten Roberto, der ist immer noch ganz gut als Gino-Konter, finde ich. Also warum baue ich einen neuen Roberto? Nee. Das lasse ich. Ja, ja. Eigentlich mit dem neuen Roberto machst du einen Pass zu Hyuga, könnte er auch ein Tor machen. Ich habe aber keine Hyuga zum Beispiel. Sorimashi? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee. Ich habe nur die Kreufort-Brüder. Und ich habe auf der Bank Santana und den blauen Naturese. Ja. Und nur Schneider vorne. Ich habe keine guten Stürmer. Okay, du hast wirklich keinen guten Konter für Sino, außer Roberto. Gut. Ja, nur Roberto habe ich, ja. Okay. Aber sowieso fast alle spielen noch immer Genso. Ja, ich auch zum Beispiel. Ja, ich will bereit sein für Anni in einem Monat, da will ich mit meinen 2000, vielleicht bis dahin 3000 Bällen reingehen, das will ich mir nicht entgehen lassen. Ja, schon alles so, klappt. Oh, jetzt bin ich was für den rausgegangen, Moment. Nochmal. Ups, nein, das war Freundschaftsspiel, falsch. Was online? Gruppe. So. Noch ist keiner bereit. Steffes weist die Leute sicher noch ein. Spannend, spannend, spannend. Ich bin auf jeden Fall heiß. Ich habe mich schon auf das WCIC gefreut, als die Quali losging. Das ist ein großes Turnier. Große Quali und nur die Top-Teams. Hier, den kenne ich auch, FC Newgate Price. Der hat auch schon mal in einem Turnier mitgemacht. Ach ja, gegen unser 7 gegen 7, gegen Newgate. Gegen Instakill war das, New Instakill. Da war ja kurzzeitig Newgate und Instakill fusioniert. Die haben sich ja aufgelöst, hat irgendwie nicht geklappt. Und deswegen ist mit FC Germany, ist Newgate da eingegangen. Spannende Historie. Steffes ist auch schon, in Pol ist auch drin, gut. Und Nishtor brüllt schon, das ist eine gute Einstellung.
Oh, vor einer Minute hätte es schon beginnen sollen. Was ist los? Vielleicht gibt es eine Motivationrede. Ui, das kann sein, ja. So wie ich Steff es kenne, bestimmt. Aber ja. Ich glaube, der Newgate muss erster hosten. Okay. Genau, sie müssen das erste, den dritten und den fünften Spiel hosten und wir müssen nur die zweite und die vierte hosten. Wird Verlängerung wird gespielt, ne? Aber Elfmeterschießen auch? Gute Frage. Oh, okay. Werde mal nachschauen, ob ich vielleicht finde. Jodloi. Spannend, was reden die so lange? Ich schau mal kurz im Discord, wie der Raum aussieht. Ja. Pole ist drin, Steffes, Lein, Barker und Esme. Okay. Spannend, spannend. Regeln sind so groß. Ja, deswegen das nachlesen. Richtig, das dauert mir auch zu lange, dass ich da die wichtigen Fakten daraus ziehe. Wird uns Steffes bestimmt okay. Gleich sagen, oder? Hast du gefunden? Ja, ich glaube, ich habe gefunden. Okay. Jedes Match 90 plus 30 Minuten ohne Elfmeterschießen. Ohne Elfmeterschießen, okay. Das heißt, die Verlängerung geht noch gespielt, aber nicht die Elfmeter. Okay, ja, das ist gut. So wird das noch spannender. Ja. Dauert aber echt lange. Ich glaube, ich werde gleich anfangen. Okay. Ich habe schon gehört, dass jemand sagt, einer wird schon gleich reinkommen. Mhm. Und wie findest du die Gruppe? Also ich weiß gar nicht mehr, wer in unserer Gruppe war. Weißt du das? Also es war der New Gate und noch ein Japaner. Ah, stimmt, die Japaner. Ja, ich habe aber den Namen vergessen. Ich war bei der Auslosung dabei. Ich habe mir gedacht, das ist möglich. Das können wir auf jeden Fall schaffen, die Gruppenphase. Ja, da ist er. Die Japaner-Gruppe, also die Japaner-Team Kizuna. Und wir haben noch den Against the World. Okay. So, AS Lion gegen Hamster, gegen Newgate Hamster. Bin ich mal gespannt. Und wir kennen beide Lion. Lion ist gut. Oh, sehr Steff gut. Ist wieder hier? Oder was ist mit dem Bild? Jo, Steff ist da. Steff ist da. Willkommen. Hallo, willkommen. Willkommen. Was sagst du? Sind wir bereit? Ja. Okay. Gute Vorbereitung. Gut, das freut mich. Ich habe schon Rio erzählt, ich hatte schon geträumt vom Auftakt heute. Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin, obwohl ich gerne spiele. Aber, ja. Kannst du mir mal sagen, warum ich diese Bratwurst habe? Und nicht den Wein? Ja, weil Rio ist ja... Luxemburger ist zwischen den ganzen Benelux-Staaten und die trinken doch andauernd Wein.
Und Steffes ist Deutscher und er frisst jeden Tag Bratwurst, oder nicht? Grandios. Okay, perfekt. So, Prost, mit meinem Altbier prost ich an. Prost. Also das ist halt, ja. Was sind eure Tipps heute? Ich tippe, dass wir gewinnen. Das hoffe ich auch. Aber trotzdem bin ich nervös. Ich hoffe, das klappt. Weil das, es geht ja auch um die Vormachtstellung in Deutschland. Ja. Obwohl ich immer noch anzweifle, dass jetzt der FC Nürnberg ein deutscher Club ist. Für mich ist das, bis ich Gegenbeweise sehe, ist es für mich kein deutscher Club. Nee, es ist eigentlich ein internationaler Club. Ja, nur. Guck dir das mal an. Das ist ja auch schon Japaner oder so. Japanische Schrift. Da die jetzt die, Achso, das sieht man noch gar nicht. Moment. So. Da die jetzt im Prinzip eine Fusion mit dem deutschen Club haben, gemacht haben, ist halt mehr deutsch. So, das Spiel geht los. Da habe ich nicht gut vorbereitet mit der Kamera, aber wenn ich mich runterbeuge, sieht man mein Gesicht. Hallo? So. Los geht's. Hamster ist 61 plus bandig. Ah, wir sind schon die neuen Roberto. Für den Gegner. Wirklich? Ja. Aber leider nicht bei Laien. Okay. Ich glaube, der kann viel ausmachen, der Roberto. Weil... Das ist schon verdammt stark. Ja. Ja. Also mit dem nochmal, wie gesagt, mit dem neuen Roberto ist Matsuyama und Michel Geschichte jetzt. Mhm. Außer du gibst Matsuyama drei Abfangtechniken, hat er so viel? Kann sein, aber ich glaube nicht, er wird es fangen. So, Laien ist es in der Defensive und ich bin gespannt, ob er das meistern wird. Ich würde jetzt stumpf versuchen, irgendwie den Ball auf Roberto zu bringen. Kleiner Engi Hamster war mal bei uns. Okay. Guter Freund von Jairo. Kleiner Hintergrundwissen. Also ist ein echt guter Spieler. Ich habe schon auch schon ein paar Mal gespielt. Ja, der Name sagt mir was vom Emerald Cup. Der macht da, glaube ich, auch mit, ne? Ja. Der legendäre Emerald Cup, wo ich Saladin besiegt habe, falls wer das noch nicht wusste. Der kann einfach nicht gegen dich gewinnen. Das ist so unfassbar. Wir hatten auch nur zwei Spiele. Wir hatten ja auch nur drei. Spiele. Drei hattet ihr in zwei? Vier. Vier. Vielleicht? Wenn du die WM mitzählst, hattet ihr vier. Und der hat keins gewonnen. Ja, ja. Boah, was ich genau, ich freue mich für ihn. Genau. Ja. So. Bist du sozusagen so ein Nemesis? Ja, freut mich. So, Ishizaki spart sich die Skills, was schlau ist. Vielleicht schlau. So, jetzt muss ja nur richtig raten. Oh, Robson hat den Ball bekommen. Sah so für mich aus, ja, als ob er Yuga den Ball hatte. Okay. Ja, ich hatte wirklich gedacht, das wäre Yuga. Ja. So kommt er zur ersten Torchance, unser Lion. Ja, da war schwierig, weil Jens im Tor ist. Ja. Aber jetzt hat den Ball irgendwie nach außen gespielt. Ich weiß gar nicht warum, ich habe kurz weggeguckt. Ich glaube, er hat gewartet, bis zur Basis im Elfmeter wäre. Mhm. Jetzt wird es schwierig, den Ball irgendwie durchzukriegen. So, der Ball sollte Laien doch wohl kriegen. Genau die richtigen Sachen von Matsuyama geblockt. Ah, MG ist gerade die Hölle, ne? Das Spiel ist schon eklig. Ja.
gefühlt sind 20%ige Chancen eher eine 50-50-Sache, habe ich das Gefühl. Ja, das ist, also du hast eher Chancen, den Ball mit 20% durchzukriegen als mit 70%. Das ist der Wahnsinn momentan. Also sehe ich genauso. Die ganze Community kotzt im Strahl. Aber klappt ja da, wo angeblich was ändern muss, mal abwarten. Was da kommt. Oh, Autoabfang, sehr gut. Ja, die neutralisieren sich ein bisschen. Oh, Halbzeit schon um, das ging ja fix. Ja, die neutralisieren sich halt, also. Schon. Aber Hamster ist nicht deutsch, oder? Oder ist er doch deutsch? Nee, ist nicht deutsch. Manches nette Mädel habe ich gut gekannt und mein Herz schon hundertmal riskiert. Die haben beide fast die identischen Teams, fast. Das macht halt entweder einer liegt einmal richtig, zum Beispiel mit Tsubasa. Oder das RNG wird das Spiel entscheiden. So, beide haben gewechselt. Und es hat Line Anstoß. Okay. Oh. Sie ist richtig. Hat der Gegner den Roberto rausgenommen? Hat er wirklich? Habe ich gar nicht gesehen. Moment. Aber warum? Ja, ich sehe ihn nicht mehr, glaube ich. Den auch noch. Ich guck mal kurz. Nee, der hat den echt nicht mehr drin. Okay. Komisch als Schachspiel. So, Lion geht scheinbar durch. Das ist gut. Jetzt mal gucken. Aua. So, Basa läuft ins Abseits. Nee, doch nicht, aber oder? Doch, der müsste Abseits sein. Ja, kann aber auch ein Tor machen vielleicht. Genau. So hat er den, okay. Ist ja dann gleichem Niveau wie die Tsubasa. Ja, das stimmt gegen Genzo, ja. Und er schießt mit seinem Querbalkenschuss, oder wie heißt er? Ja, Querpass-Falkenschuss, so heißt er. Und sogar Goldkrit, wenn ich richtig sehe? Nee, normal. Nein, Silber, leider Silber. Aber kann reingehen. Ja, bei mir geht der immer rein, wenn der Gegner das macht. Und das Beste ist, dieser Schuss hat kein Postenprozent. Ja. Wie viel Momentum hat der Schuss? 545, war das? Wirklich, so viel? Nein, ich glaube 540, ne? Oder 540. Wir führen. 1-0. Wie die Spanier sagen würden. 1-0? 1-0, por favor. Na gut, 1-0. So, aber ich denke, Hamster gibt nicht auf. Ne, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das ist, Ui, da kann er durchkommen, weil Rivaul kann nur tackeln. Oh, hallo Flo, hallo. X-Hamster, ja, das ist, genau, Hamster hat die Seite X-Hamster gegründet. Richtig, Flo? Er ist dann kaputt. Jojo hat gut gespielt, er hat Sorimashi weggenommen. Sowas hat versucht, gegen ihn ein Duell zu machen. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich bin auch nur Superstar 1. Sowas entgeht mir immer. Superstar 1 ist sehr gut. Ja, Superstar 1 ist aber nicht gut genug. Gut genug, um Saladin zu besiegen. Das stimmt.
So, jetzt ist der gegnerische. Oh, der geht nochmal mit Absicht ins Matchup, habe ich gesehen. Das war Absicht, sonst hätte der sicher geschossen. Aber warum? Oh, okay. Ui, der Ball prallt ab. Ich hatte jetzt Angst. Ich hatte gedacht, es wäre jetzt faul. Ah, aber ich hasse diese Abpralle. Ich sag das immer wieder. Das ist die schlimmste Scheiße, die der Spieler vorbringt. Diese dämlichen Abpraller. Ja, vor allem je nachdem, wie sie dann klatschen, ne? Ja. Mit Pech geht er trotzdem rein. Aber ich glaube, er wird aber versuchen, mit Misaki ins Spiel zu bringen. Oh, hat den Ball niedrig, also auf den Boden bekommen. Das kann es interessant sein. Der Winkel ist zu schlecht für den Schuss. Oh, guckt euch das an. Beides komplett identisch. 64,5 Bande und selbe Schild. Der geht durch. Oh, Kacke. Schade. Jesus Christus. Ja, die 20% gehen diesmal durch. Oh, und jetzt kommt der Highspeed. Jo. Ah, aber da ist jemand im Match. Ach, Tsubasa kann ich blocken. Ja, leider Tsubasa. Ist aber auch eher eine 50-50 schon. So viele Sky Alpha. Hätte mit Glück gehalten werden können. Aber so ist das jetzt der Ausgleich. Mit meinem Lieblingsschuss, das ist mein ultimativer Lieblingsschuss im Spiel. Der High Speed Tornado Sky Alpha. Oh, das wusste ich nicht. Nee? Okay. Deswegen habe ich doch unbedingt Misaki pullen wollen, damit ich den Schuss wieder nutzen kann. Er wollte nur den Schuss mehr nicht. Ja. Hat er richtig gemacht. Es ist der stärkste Schuss. Ja, zusammen mit dem Full Metal Phantom, ne? Ganz genau. Aber er hat noch eine Chance, wenn er sich beeilt. Ich denke, die 12,5% kriegt der Gegner. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, ne. Okay, perfekt. So, Tsubasa jetzt an Takeshi vorbei. Das wäre gut für uns. Okay, da sollte er durch sein. Und jetzt? Muss ja normalerweise rein sein. Ja, normalerweise, aber manchmal hält Gänze ja seine 20-30%. Okay. Ein Crit ist immer gut. Und jetzt hoffen und Daumen drücken. Ja, hoffen wir, dass sowas nicht in den Posten schießt. Das kann natürlich auch passieren. Die Animation muss erscheinen und dann wissen wir genau was. Kommt die Animation? Kommt die Animation? Komm, 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 komm. Ja! Und da ist der das Tor. Das ist auch der Sieg. Das ist auch das der Sieg. Und fairer Gegner, Hamster. Das hat er bestimmt von uns Deutschen gelernt. Erstmal ein Danke-Emoji. Machen viele nicht. Manche brechen auch die Spiele ab, was ich richtig scheiße finde. Sehr gut gemacht. Fairer Gegner, Hamster. Sehr gut. Und das ist unser erster Sieg. Das tue ich mal aktualisieren. So, bis gleich. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, Lion hat 2-1 gewonnen. War spannend, ne? Oder? Was sehr war? Spannend. Ziemlich spannend. Ich hatte wirklich gedacht, ich werde noch unentschieden bleiben. Ja, genau. So, wo ist denn jetzt hier Ergebnis, was ich aktualisieren darf? 1-0 für AS United. Sehr gut. Are you winning, son? Ja, Demos, wir sind am Gewinnen, aber wir haben ja noch 4 Spiele. Also, und das ist noch möglich. Genau. So, jetzt haben wir wieder das Dreierbild. Spannend. Oh, Barca ist auch schon bereit. Barca. Ja, Barca spielt jetzt. Interessant. Da sage ich immer wieder, aber ihr müsst wissen, Barca war mal Yu-Gi-Oh! Champion in den frühen 2000er Jahren. Die Schnauze voll. Ich habe mir jetzt den Teacher Talk seit 6 Folgen angeguckt. Und jetzt muss ich ja mal langsam anfangen,
hier ein bisschen Kontra zu geben. So, Barker war in den frühen 2000er Jahren Yu-Gi-Oh! Champion und mit meinem Kumpel Shin befreundet. Und in Dream Team haben wir uns wiedergefunden, obwohl wir uns damals gar nicht richtig kannten. Sehr lustig. So, und das ist hier jetzt das nächste Spiel. Price. Price kenne ich. Gegen Price hatten wir schon mal gespielt. Price gegen Barker. Und ich hatte in Erinnerung, dass Price gut war. Ja, ich kenne keiner von den Gegnern. Ist auch so, auch mein erstes Mal in einem, so ein Turnier mitzumachen, also. Okay, ja, das stimmt. Nein, ich meine aber für mich. Ja, du bist ja relativ frisch. Ganz genau. Sehr neu. Ich weiß nicht, wie es bei deinem alten Club war, aber anscheinend habt ihr nicht so kompetitiv gespielt, oder? Nein. Es war nur fürs Reden und ja, ein paar PWM ich. Zu machen. Aber kenne ich von meinem Club. Tsubasa.de hat keiner gespielt, bis ich Gott sei Dank gewechselt bin. So, das ist jetzt AS Barker gegen NG Price. Ich müsste aber... Ich mache mal FCNG, damit ich den FC Germany hier ein bisschen integriere. So. Hätte ich ihn mit den Roberto. Jo, da ist der Wechsel. Und da hat er zwei Abfang blockiert. Richtig, ja. Ich überlege mir wirklich tatsächlich, bei den Leuten sogar einen A-Abfang zu geben, damit die alle auch einen dritten Abfang haben, die geblockt werden. Muss halt versuchen, ne? Ja. Das ist ja noch nicht mal eine 80% Wahrscheinlichkeit, zwei Abfänge zu blocken. Das ist ja immer so, ne? Die keinen Skillblock haben. Skillblock Cancel, meine ich. Ist ja verrückt eigentlich, aber gut. Habt ihr gesehen, mit 24% hat er den Ball genommen. Jo. Volle Überraschung. Passiert leider manchmal. So, und da ist Price auch durch mit Yuga. Das ist das zweite Crit, Gold-Crit, hintereinander. Und zu Flo im Chat, ich glaube, Rio spielt das schon seit Anfang an, ne? Seit 6 Jahren spielst du das auch, ne? Das Spiel. Ja, 5,5, fast 6, würde ich sagen, ja. Spielergetümmel hatte Yuga, der dürfte nie reingehen. Fände ja kurz Backe im Strahl. Könnte aber doch mit 1/3 Chance reingehen, uiuiui. Ja, ist halt einfach wieder, da wäre halt einfach wieder das komplett geschenktes Tor, ne? Weil's halt mit ist auch geschenkt. Ist auch geschenkt. Oh Gott. Der arme Barker hat doch schon letztes Mal leiden müssen, glaube ich, bei diesem Prozent. Ja, das fing halt einfach schon wieder an. Weißt du, im Mittelfeld verliert der damit so viel den Ball und dann, das ist manchmal echt kacke, das Spiel. Ich hab heute auch online 3 Ranglistenspiele gemacht im Platin. Ich habe jedes Mal gewonnen durch 30% Tore. Echt jetzt? Ja. Aber nur den Mut nicht verlieren. Nee, das auch. Das schafft er noch. Das schafft er noch. Klar, schafft er noch. Auf jeden Fall Roberto in Aktion bringen, dann sollte das schon klappen, oder? Stell dich mal vor, Robert hatte noch Chancemaker. Oh nein, das wäre halt zu viel dann. Jeder Pass geht durch und der kann positionieren, wie er will, ey. Ich glaube, wenn Roberto das hätte, würde das Spiel nicht mehr existieren. Das wäre zu krass, der wäre, ja. Zum Glück hat er auch nicht schon den Dribble-Range. Wenigstens ist der Clubspieler, sodass er gegen Hernandez doch eigentlich selber nicht schießen könnte, ne, oder? Nee, trifft auch nicht. Also der Groundschuss trifft nicht, auch in der Endphase. Das ist gut. Oh, jetzt hat er mit. Ja, Abpraller. Oh, du bist, glaube ich, ein bisschen hinterher. Jetzt habe ich die. Ich bin gerade ein bisschen hinterher. Kein Problem. Aber jetzt sieht es gerade gut für uns aus. Um dich nicht zu spoilern. Oh, das ist ein einfaches Duell mit die Werte. Okay. Da sollte doch, wenn alles normal läuft, Yuga durchkommen. Er ist halt im Elfmeter, also im 16er stark und außen aber so.
Innen ist es eher ja, nicht zu gebrauchen, wenn ich das so sagen darf. Sehr schön nach außen gelaufen, wo Yuga sich den Ball... Ich finde aber persönlich, man sollte das abschaffen, den Ball sich selber hochspielen können. Warum? Das macht doch auch keiner im echten Fußball. Er spielt sich den Ball hoch. So, aber egal. Jedenfalls hat jetzt Misaki den Ball. Okay. Ja, Takeshis Defensivwerte sind zwar schlecht, aber wenn er richtig redet, kann er den Ball trotzdem kriegen. Ja, das haben wir jetzt gesehen mit den 24%. Ja. Genau. Aber jetzt falsch entschieden, 100% für uns. Ich tippe auf Michel. Michel oder Tsubasa? Ja, Michael, aber der ist jetzt im Matchup. Oh doch, mit nur einem. Okay. Ich habe Gamu schon gesehen eigentlich. Aber da muss er jetzt richtig raten. Ja. Autsch. Autsch. Schon wieder 20%. Autsch, autsch, autsch. Du bist einfach toll. Mit Baka als Emoji posten. Autsch. Das läuft jetzt gerade nicht so ganz gut für uns durch. Jetzt. Das ist halt ärgerlich, ja. Ne? So ging es mir beim Dream Cup. Das habe ich so... Beim Dream Cup kommt es ja an, gut zu punkten, also vielleicht eine Siegesträhne zu haben, damit man gut punktet. Und jedes Mal, wenn ich dabei war, mehrere Spiele hintereinander zu gewinnen, kommen dann so dumme Aktionen, wo der Gegner mit 20% dann ein Tor macht. Und wo dann der Zufall wieder entschieden hat. Sehr nervig. Aber noch haben wir die Chance, das Spiel nicht zu verlieren. Ja, stimmt. Jetzt ist nur 1-0. Baka kann doch 2-1 machen. Und Baka macht doch das Spiel eigentlich. Ja, also, er macht das Spiel. Richtig, genau. Ja, er hat nur jetzt Pech. Leider ist Glück ein zu großer Faktor in diesem Spiel. So, Price hat Anstoß. Mal gucken, was er damit macht. Matchup mit Zawada gesucht. Das machen die Profis immer gerne. Zawada als Schwachpunkt ausmachen. Aber da kommt Price zu Basa durch. Was, er schießt vor... Ah, das ist billig. Finde ich. Aber gut für uns, dann Kontersituation gleich. Alles gut. Nein, ich glaube, er hat ohne Absicht gedrückt vielleicht. Ja, um nicht im Matchup zu kommen wahrscheinlich, oder? Aber das bringt ja nichts, wenn jetzt in der 6. Minute gleich der Konter kommt, aber okay. Oh, oder hätte mit 14,2% natürlich reingehen können, das wäre... Dann wäre sogar ich sauer gewesen. Ich glaube, dann wäre er rausgegangen. Ja, ja. Verständlich sogar. Sowas darf nicht belohnt werden, sowas, ne. Ja, ja, eigentlich hast du die Chance gesehen mit, Oh, sag mal schnell. So war das? Wurde... Welche Chance war das? Nein, nein. Nee, mit Michael wurde eben abgefangen, hätte er wahrscheinlich auch vorne, halt komplett ja. durch, ne. Das wäre halt das 1-0 gewesen und... Ja. Das ist halt, Ja. Ärgerlich für Baka. Baka darf nur nicht nervös werden oder undurchdacht. Aktion tun. Oh, ist halt so wie Machi. Die Chance. Zum Glück hört man ihn nicht, ja. Ich glaube nicht, dass er mit Sorimachi schießen wird. Der wird jetzt gucken, ob er gleich passen kann. Der macht von da aus ein Highspeed-Tornado, okay. Komisch, dass Kotz sich nicht bewegt hat.
Misaki hat sich bewegt, aber Kals ist da stecken geblieben. Okay. Ja, wenn der reingeht, wird er sehr ärgerlich. Oh, der geht rein, scheiße. Er geht rein. Uiuiui. Ui, ui. Ich wundere mich gerade über den sehr hohen Wert von der Position, aber okay. Da kann man nichts machen. Nein, kannst du auch nicht. Also vielleicht, ja, da muss schon alles sehr gut laufen. Oh, okay, über Roberto. Oh, Aizawa hat ja Skillball Cancel. Na, Teresa scheinbar auch. Misaki auch. Okay, dann läuft es wohl doch nicht gerade gut. Aber ich glaube, keiner von denen kann den Ball halten. Wenn es normal läuft, geht der Ball durch, ja klar. Aber. Oh Gott, Jesus Christus! Oh mein Gott! Das ist jetzt abgetrieben. Überdreven. Wow. Okay, das, manchmal sagt das Spiel eindeutig, nee, dich lasse ich nicht gewinnen. Das ist leider so ein Spiel. Ja, das ist halt Backe absolut. Eigentlich schade. Ja, hat auch gegeben. Ui. Ja, okay, der rastet wohl gerade ziemlich aus, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ja, mit 20 zweimal Verlierer und ein 14%, das ist sehr krass. Wird das jetzt ein automatisch 0-3? Ich denke schon, ne? Am grünen Tisch? Ja, keine Ahnung. Ich schreibe jetzt einfach 0-3. Ja, das ist sehr nervig aus Barkas Sicht. Ja, klar, verständlich. Aber kann man ihn verstehen. Also, sogar ich würde mich rausrasten. Ich habe in meinem Leben auch schon zwei Handys kaputt gemacht durch Dream Team in meiner Karriere. Noch gestern habe ich es auf meinen Tisch geschlagen. Mach ich auch gerne. Ja. Das macht das Spiel mit uns. Ja. Ich gehe mal wieder rüber. Ja, gut. Ui, ja, das tut weh. Das tut sehr weh. Zumal er ja Barker ja besser gespielt hat. Und ganz genau, ja, ganz komisch. Genau. Aber das Spiel sagt einfach nein zu ihm. Ja, so ist es leider manchmal. Schade, schade, schade. Aber kann man nicht Barker Schuld geben. Genau, jeder hatte mal so welche Spiele. Ganz genau. Ich glaube nicht, dass Barker wieder zurückkehrt, oder? Ich gehe nochmal auf Zuschauer. Nein. Vielleicht passiert irgendwas. Ja, du hast recht, Raffi. Deswegen bin ich ja auch Superstar 1. Wenn der Glücksfaktor raus wäre, wäre ich bestimmt nur Platin 2 oder so. Glück ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Zu groß sogar. War schon krass. Rainbow Crit, er hatte die Farbe und hat trotzdem mit 14% aber noch abgefangen. Ja, ich habe schon mal ein Gegentor bekommen mit 3,7% und das, ich glaube, ich hatte auch schon einmal ein 1,6, glaube ich. Das ist ein Witz manchmal, aber gut. Ja, es tut aber weh. Ja, klar. So, ich mach mal lieber Ballermann-Musik, vielleicht bringt uns das mal Glück. Versuchen wir es. Wo ist denn die Ballermann-Musik? Ja, da, Best of Oktoberfest, da ist. Ja, ja. Bald ist Oktober. Bald ist Oktober, genau, in 6 Monaten. Halbes Jahr noch, gell? Genau. Ist aber der größte Event von Deutschland, oder? Bitte? Was? Oktoberfest ist der größte Event von Deutschland, oder? Ja, kann man so sagen. Aber für die Touristen, niemand in Deutschland geht freiwillig zum Oktoberfest, weil das zu teuer ist. Und in Deutschland hast du, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kirmes. Da hast du in jeder Stadt immer irgendwann im Jahr Kirmes. Das ist wie Oktoberfest in klein, wo das Bier bezahlbar ist. Da gehst du als Deutscher nicht zum Oktoberfest, wo das eigentlich dasselbe ist wie eine ganz normale Kirmes. Okay. Ist nur für Touristen, weil die das halt nicht kennen, scheinbar. Interessant. So, ist das nächste, oder? Galtoni war das gerade nicht. Das war Price. So. Price, ganz genau. So, von uns Pole spielt. Pole ist ein besonderer junger Mann. Ich habe das Gefühl, der hat in letzter Zeit sehr viel Stress. So wie er schreibt manchmal, ist er ziemlich unter Stress.
Ich hoffe, das merkt man ihnen gleich nicht an. So, Pole gegen FCN Galtoni. Steff ist wieder da, ich habe ihn schnaufen gehört. Ich bin da. Hey. Entschuldigung. Was hat Barker gesagt? Hast du... Das war zu viel für ihn. Also, es ist schwierig, wenn du schon am Anfang des Spiels 2 Gold kriegst gegen dich, ein Tor. Also, das war einfach zu viel für ihn. Und Spiel kannst du nicht gewinnen. Ja. Da hättest du noch 5 Halbzeiten spielen können, das Spiel kannst du nicht gewinnen. Ja. Und das ist halt einfach dämlich in diesem Spiel teilweise. Ja. Hoffen wir, dass für Pole besser geht. Ich halte Pole für spielerisch, also dass er im Spiel sehr besonnen ist und sich nichts anmerken lässt und nicht so stark zur Emotion neigt. Wer macht denn sowas? Wie gesagt, also ich habe auch am Anfang meiner Dream Team Karriere auch 2 Handys kaputt gemacht, bis ich gemerkt habe, das Spiel ist jetzt nicht wert, dass man hier seine Wertsachen kaputt macht. Boah, aber 2 Handys, das ist schon krass. Naja. Naja. Nein, aber ich kenne den Gefühl. Habe auch schon manchmal mein Handy geschossen. Deswegen habe ich in der Regel immer was auf dem Tisch neben mir liegen, wo ich draufschlagen kann, anstatt mein Handy irgendwo gegenzuwerfen. Du brauchst so einen Aggressionsball. Das brauchst du. So einen Anti-Aggressionsball. Aber der geht ja nicht kaputt. Ich brauche etwas, was... Oh, Daytona hat es gehört, dass ich aggressiv werde. Einen Ball kannst du ja nicht kaputt machen. Ich brauche irgendetwas, wie eine Fernbedienung, wo ich draufschlagen kann. Eine Fernbedienung kostet ja nicht so viel. Nimm dir ein Bierkanett. Heißt das so in Deutsch? Bierkanett? Du meinst Dose? Aber das ist Dose, ja Pfand drauf. Das geht auch nicht. Ja, aber du bringst ihn leer und machst ihn danach kaputt. Ja, aber du hast ja Pfand drauf. In Deutschland kriegst du ja 25 Cent. Du musst eine Bayern-Tasse holen. Eine Bayern-Tasse? Ab Bayern München? Ja, die du dann kaputt machen kannst. Okay, ja. Aus Versehen, Flo. Okay, Flo hat aus Versehen seinen Sohn mit dem Handy getroffen. Sehr gut. So geht's auch. Genau, Handy auf sein Kind schmeißen. Das regt einen gut ab, glaube ich. Also, los geht's. Drittes Spiel. Oh, schön. Wir haben einen Abfang direkt. Mhm. Habe ich nicht die Teams gesehen. Sind beide Buffer? Ich glaube ja, ne? Oder? Nein. Nee? Nein. Pole spielt, ich sehe die Schmidt-Brüder schon. Buff. Okay, bei Pole, ja. Die 2 Games, die du im Jahr machst, mal zu Flo und dann direkt Kid töten. Das Lustige ist, Galtoni wusste 100%, dass er wahrscheinlich Debuff spielt, deswegen spielt er auch schon mit 18 Schild. Okay, ja. Die haben bestimmt auch gescoutet, ne? Ja, gut, der war ja vorher bei denen und das ist ja ein offenes Geheimnis. Galtoni war bei FC Germany? Nein, die haben ja, sind ja zusammengekommen und man kennt ja die Teams so grob. Okay. Jeder weiß, dass Pole Debuff spielt. So, Matsuyama gegen einen Schmidt. Aber 59, 18 ist halt auch schon also, gut. Ne? Habe ich gar nicht gesehen, Moment. Ja, stimmt. Dann heißt das praktisch Debuff 19%. Käme er auf 40 plus. Jetzt habe ich vergessen, wie viel Pole plus hat. Ich glaube, Pole hat auch so einen DA. 39 hat er, oder? Habe ich nicht gesehen. Ach, aber hör doch auf! Aber Abpraller wenigstens auf ihn selbst. Oh, da ist aber Santana im Abseits. Oh, der wurde so abgefangen. Hör doch auf. Eieiei. Das ist wenigstens wieder ärgerlich. 2 Leute im Matchup. Ja. Oh, hallo Scheck, der zweitbeste norwegische Dreamteam-Spieler. Wer ist denn der Beste? Kronos. M.E. Kronos. Du machst mich fertig. Warum? Stimmt das nicht? Keine Ahnung. Oder war ich weiß nicht, ob denn... Egal, Kronos ist der Beste, bin ich mir sicher. So, Kontersituation. So, Ishi Tsatsiki, der alte Grieche gegen Naturese. Wer ist der beste Luxemburger? Ich hoffe mal Rio, sonst wäre das sehr peinlich für Rio. Also ich kenne tatsächlich nur Rio. Ich habe noch nie einen Luxemburg-Account gesehen, noch nie. Ja, ich habe mich ja auch kaputt gelacht, als ich habe ja Rio getroffen, weil ich ja online gestreamt habe. Hm. Habe ich ihn erstmal ausgelacht, bevor ich ihn kannte. Ah, ein Luxemburger, der kann bestimmt nichts. Dann, und der hat dich gemacht. Dann wurden wir aber die... Ja, er hat mich nass gemacht und mich gewinnen lassen. Das fand ich sogar peinlich für mich. Wieso? Weil du mich gewinnen gelassen hast.
Ja und? Nur so habe ich gewonnen. War meine Wahl. Oh, ja, trotzdem. Du hättest mich ruhig fertig machen können. Da hätte ich mir das Lachen, hätte ich mir verkneifen können. Aber so haben wir einen guten Spieler dadurch gewonnen. Perfekt. Ja, gut würde ich auch nicht sagen. Ja, du bist gut, doch. Ich habe noch viel zu lernen. Nee, glaube ich nicht. Du kannst schon alles. Oh, doch. Du sollst aufhören, White zu passen auf Michael, dann wäre das schon mal ein Vorteil. Das ist nicht mein Fehler. Ich versuche zu passen und mein Spieler geht zu vorne, nach vorne. Ja gut, okay. Was kann ich dafür? Dann musst du ein Apple-Handy holen, wo alles genauer ist. Ja. Genau, ich kann Bogus nicht weinen sehen. Ganz genau, danke. Flo. Ich hätte, glaube ich, so auch nicht geweint. Oh, das ist gut. Und doch nicht gut. Der Gegner hat... Oh Gott. Genau, natürlich. Frei vom Tor. Ja, aber er hat niemanden für ein Tor zu machen, außer Misaki. Und noch ist nicht garantiert. Die müssen trotzdem was an den Abprallern hier machen. Das ist so nervig. Ich hasse sowas. Was halt einfach schwierig ist, weil... Weiß nicht, warum der gerade mit Natu nicht geschossen hat. Da war ja OM. Ja, aber Sino, oder? Ah, na, okay. Du meinst den Pole. Mhm. Ich habe seit heute richtig Verbindungsprobleme mit dem Scheißspiel. Okay. Ja, es lädt die ganze Zeit, hat schon dreimal aufgehangen heute. Das kann heute lustig werden noch. Wie redest du mit meinem Kinderspiel? Sieht gerade nicht gut aus, aber noch steht es 0-0. Oh, zwei Schmidt-Brüder, das ist immer gut. Sogar sehr gut, weil Pierre hat keinen Bonus. Und Pierre ist Clubspieler, das ist, wenn er schießt, dürfte er nie im Leben reingehen. Im Normalfall natürlich. Ja, aber im schlimmsten Fall wären jetzt 20% durchgekommen. Ja, haben wir alles beim Bagger gesehen. Nee, da war noch nicht mal 20%, sondern 14%, wieder. Das war der letzte, ja. So, 0-0 steht's noch. Ja, Pol ist ein besonderer Spieler, der hat bestimmt noch eine Idee. Ja, Gattoni hat auch noch viel Shit auf der Bank, ne? Mhm. Siehst du, dass so aber ich weiß, dass Pole gerne zwischen den Halbzeiten auf Vollbuff wechselt. Gibt es ein Gerücht. Ja. Das sagt man auf der Straße sich. Pole wechselt in der Halbzeit. Ich hab das unter der Brücke gehört. Genau. Beim Bäcker haben heute Morgen zwei Leute drüber geredet. Das könnte vielleicht wahr sein. Als du dir einen Schokokoffer geholt hast. Genau. Ja. Alles schon ganz lustig, aber wie du siehst, ist halt komplett auf Schild, das Team. Also die Verteidigung sind nur Schildspieler. Wobei man muss auch sagen, 59-18 ist am Anfang echt nicht schlecht, ne? Ja, oh, da ist unser Freund Barker im Chat. Ja, Barker, wir haben alle das Spiel gesehen. Wir leiden mit dir. Ja, es ist halt einfach, schwierig. Bei Yu-Gi-Oh! War das RNG nicht so krass, oder? Damals? Da war nur das Herz der Karten krass. Genau. Oh je. Obelisk der Peiniger, mehr kenne ich nicht. Echt nicht? Ich habe die Serie kaum gesehen, ne? Ah, was bist du denn für einer? Also, die neue mag ich nicht so sehr. Nee. Für mich, der erste war immer der beste. Ah. Ein Abpraller für uns. Oh, schöner, schneller Pass. Ja, das Problem wird einfach 22 Schild. Heißt es ein bisschen, Der hat nur 15 minus, also hat er 52 Bande ungefähr und Pol hat nur 41, wenn ich richtig gesehen habe. Das passt. Also, ja? Okay. Ja, aber das ist ungefähr plus minus null, aber halt nur bei den Lateinspielern. Okay. Was natürlich schwierig bei Sino werden könnte. Und da macht er das höhere Momentum jetzt und den Crit nochmal was aus.
Hätte der jetzt hier das Abfang vom DF gehabt, wäre er durchgewiesen. So, was hat er jetzt vor? Was kann er. Ne, der nimmt nochmal an. Schießt wahrscheinlich jetzt, ne? Ich glaube, er probiert vielleicht einen hohen Ball. Weil Nagrösser okay. sehr gut im hohen Ball ist. Okay. Also gut. Nicht sehr gut, aber gut. Mhm. Ja, aber. Da hat er einen hohen besser. Ball jetzt. Und jetzt schießt er, ja. Okay. Ist besser als ein normaler Schuss. Okay, so ja. bekommt er noch einen kleinen Bonus dabei. Ja, ja. Jetzt hoffen wir, dass er reingeht. Dann wäre das geil. Einfach anderes Spiel spielen und sich ablenken. Daytona, das ist doch unser Leben. Wie redest du über unser Leben? Ja. Was Kacke hoch 3. Schade. Sie den Doppelmatch ab. Das ist schon mal ganz gut. Muss ja nicht nur eine Sache im Leben machen. Ja, die andere Sache wäre Rise of New Champions, aber das Spiel ist nicht so gut wie Dream Team. Also ich finde, das Spiel hat nicht so großen Erfolg gemacht. Rise of the New Champions. Das war ganz gut, aber jetzt nur am Anfang. Du konntest es halt am Anfang gut spielen, hat echt Spaß gemacht, aber jetzt war es halt wieder so schwierig. Ich habe Probleme mit dem Spielprinzip, dass man den Torwart leer schießen muss, damit man Tore machen kann. Das meinst du besonders im Finale? Ja, das macht auf Dauer halt keinen Spaß. Ich habe aber 300 Spielstunden, also. Oh. Also hatte ich mal Spaß gehabt. Er kommt echt durch. Hm. Und jetzt ist er gegen. Aber wenn er jetzt richtig entscheidet. Ja, okay, wird er aber nicht gegen Hernandez treffen können. Doch, vielleicht nicht, aber für Norabe durchzukommen, kann er den RS benutzen. Okay. Oder er dribbelt. Er dribbelt lieber. Er hat Bock zu dribbeln. Mhm. Wie ein Brasilianer. Oh, ihr schießt ja echt. Okay. Und das kriegt Full Power mehr. Ja, ich sehe auch keinen Crit. Nee, Full Power ist gerade abgelaufen. Ja. Aber Galtoni dürfte noch Full Power haben, weil der etwas später aktiviert hat. Wisst ihr was? Ich glaube, der geht mit 24% rein. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht, der wird 24% haben. Ich glaube, der wird 100%. Ja, das glaube ich auch. 14%. Aber 14. Dann geht er mit 14 halt rein. Oh, der hat Gold Crit auch noch, okay. Ach, scheiße. Dann geht er halt nicht rein. Na. Hat er nicht den roten Roberto? Kann er doch einsetzen. Oh, unlucky. Ja, das tut weh jetzt. Scheiße. Das war unglücklich, ne? Wegen Autocut. Ja. Boah, wenn Tsubasa da durch ist, sieht das nicht gut aus. Mm-mm. Oh, Gott, oh, no. Ey, natürlich. Oh nein. Dann kommt der Autocut nicht dran und dann kommt der durch. Also, das ist schon sehr ärgerlich, falls es das zweite. Der hat alle Zeit der Welt, der kann alles machen, was er will. Na, er wird Matsuyama, glaube ich, vorne gehen und danach den Yoga-Ball geben. Er wird sich einen Boost-Spieler jetzt ganz in Ruhe suchen. Oh, und macht er nicht? Braucht er nicht, der hat genug Schild. Der wird knattern. Ja, aber um sicher zu sein. Strafraumschütze, also egal wo der jetzt im Strafraum schießt. Uiuiui. Wenigstens kein Crit, vielleicht rettet uns RNG. Das ist halt schon sehr ärgerlich, ne? Der Autocut das nicht ausgelöst hat und. Okay. Wir dann durchkommen. Na, das Daumen drücken. Hoffnung, Hoffnung. Das hier hat ein Praller. Ja, hat den Praller. Hast recht, hast recht, hast recht. Was habe ich gesagt? Wo ist der Rebound? Ecke, ne, oder? Ja, Ecke für Galtoni. Ja, schön. Endlich mal auch mal vom RNG vielleicht ein bisschen profitiert. Wenn er gehalten wurde. Ja, Problem jetzt, du machst einen Pass auf mich da und wieder auf Hugo, ja. Auf Hugo und dann knallt es wieder. Ja. Okay, ich glaube, ja, da sieht jetzt auch so wird aus, das toll sein. Außer wir haben Glück. Du darfst gar nicht in diese Situation eigentlich kommen. Tatsächlich. Das ist halt schon sehr ärgerlich, ne?
Overeem. Hoffen, dass Overeem vielleicht den Ball ein bisschen verlangsamt oder so. Wäre schön, wenn er würde es berühren. Ja. Oder einfach kriegen. Ja, mit 18, komm, mit 18% sollte doch was möglich sein, oder? Nee, noch nicht mal verlangsamt, ey, Kacke. Ach, Gott. Ja, der wird wohl reingehen. Außer wir haben wieder Glück. Ja, wieder Praller, komm. Ach, fuck you. Autsch, autsch, autsch. Ja. RNG. Mal wieder. Das ist einfach ärgerlich, weil schon das zweite Spiel ist jetzt, weißt du? Ja, stimmt, ja. Im ersten Spiel darf Bakker eigentlich nie verlieren und jetzt kriegst du halt diese Chance. Und das war jetzt schon gut, RNG. Ja, ist vorbei jetzt, okay. Gerade den zwar gehalten, aber... Jetzt zu Basis, der hätte nie im Leben durchkommen dürfen. Ja, auch der Autocut von Grande hat nicht ausgelöst. Ja, genau, das der auch nicht vergessen. Richtig, davor, ja. Ah, Jungs, ich geh mal rüber. Bis gleich. Armer Pole. Ja gut, bis gleich. So, damit führt der FC Newgate 2-1. Aber ich denke, wir haben noch alle Chancen. Ich glaube, Esme spielt auch für uns, oder? Ganz genau, mein Sensei. Ich habe von dem noch nie ein Spiel verlieren gesehen, außer als er mal gegen mich gespielt hat. Das stimmt sogar. Ich habe ihn einmal geschlagen. Freundschaftsspiel. Aber er hat Glück, dass ich nicht spiele. Ich denke, das wird er schon schaffen. Ja, das sollten wir doch... Wir haben noch zwei Leute in petto. Steffes spielt selber, okay. Ja, er spielt auch vielleicht selber. Oh je, kann ich jetzt schon 1-3 eintragen? Nein, Quatsch. Ja, da ist er schon. Ja, da ist er, ja. Das macht er. Steffes hat sogar mich mal geschlagen, das heißt schon sehr viel. Ja, jetzt muss mir wirklich die zwei letzten Spiele gewinnen. Genau. Sonst fangen wir sehr, sehr schlecht an. Richtig. Und das in einem Derby, das ist umso ärgerlicher. Ja. Falls wir verlieren, ist das auch nicht unsere Schuld. Weil wir haben es gesehen mit den 20 und 14 Prozent. Ja, das stimmt auch, ja. Ärgerlich, ärgerlich. Das wird schon. Aber bisher hat keiner vom ehemaligen FC Germany gespielt, ne? Das sind alles Newgate-Leute, glaube ich, gewesen. Glaube ich schon, ja. Wäre auch mal schön, wenn wir mal RNG-Glück hätten. Ja, also man kann nicht lügen, wir hatten ein paar, aber nicht so viele wie die Gegner. Nicht so weltbewegend, ne? Ja, ja, so übertrieben. Genau. Der Gegner überlegt wahrscheinlich noch, wen die antreten lassen. Ja, sie wissen bestimmt, dass Steffel kein einfacher Gegner ist. Kann sein, ja. Die wissen, dass er auf jeden Fall der Chef ist. Der Captain, ganz genau. Ah, schon wirklich ärgerlich, die zwei letzten Spiele. Ja. Ja. So, Ness spielt selber, okay. Er ist scheinbar Puerto Ricaner. Ja, und falls ich mich gut erinnere, ich glaube, er spielt ein bisschen Deber. Sogar sehr viel. Okay. Aber Steffes wird jetzt irgendwas ändern. Der kennt wohl Ness ganz genau. Ja, guck mal die Gesamtstärke von Ness an. Das ist 100 Pro ein Deber für. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was Steffes... Oh, ich hab schon einen Fehler. Bei mir geht's los. So, und jetzt auf die Bande aufpassen.
Okay, Steffes ist ein auch ein Debuffer. Debuff gegen Debuff. Boah, Steffes, mach es bitte. Sonst haben wir verloren. Debuff gegen Debuff. Und der Puerto Ricaner hat leider den Wakashimatsu im Tor, der sehr, sehr nervig sein kann. Oh, Steffes hat 0. Aber der Gegner hat minus 10 praktisch umgerechnet. Steffes hat echt so ein gutes Team, bin ich mal echt gespannt. Nein. Wie hast du gesagt, dass Steffes 0 hat? Steffes 0, aber der Gegner minus 10, oder? Nein, der Gegner hat 10, glaube ich. Er hat 10% plus, glaube ich. Nee, aber guck doch genauer. Hier, minus hatte 41 und plus hatte nur 31, ne? Oder nicht? Ah, doch, ich habe falsch gesehen, ja. Entschuldigung. Aber gut für uns, dass wenn das so sein sollte. Ich muss die Match-Apps mir mal angucken, ob das genauso bleibt hier mit den Werten. Ja, die Werte sind massiv geringer im Moment. Und Steffes hat natürlich auch den Roberto. Wo hat er den Roberto her? Frechheit. Eine Überraschung für uns alle. Ja. Ist auf Haas. Oh, Steffes hat echt ein geiles Debuff-Team, ey. Und Haas ohne Matchup. Ohne Matchup-Gegner kann Haas jetzt. Das wäre so geil, wenn das jetzt reingeht. Ja, ja. Und ich glaube, der Wakashimasu ist im Tor, glaube ich, ja, oder? Ist er. Also kein Farbvorteil allerdings, ne? Aber trotzdem. Oh, 75%? Das ist geil. Jetzt hoffen wir. Bitte. Ja! Wir sind doch links, hoffentlich, ne? Ja, sind wir. Wir führen an. Wieder rein. Ah, er hat auch nicht den besten Catch von Wakashimasu. Habe ich auch nicht, deswegen lasse ich Wakashimatsu auch nicht spielen. Ich habe nur sein 510er Momentum. So, Christiansen gegen Misugi. Oh, Misugi hat doch höhere Werte gegen Chrissy. Geile Steffe sehe ich genauso. Hallo, Bokuto. Ist ein geiles Team. Ich habe noch nie so ein Team gesehen, das den Gegner auf minus 10 debufft, aber der Gegner spielt ja selber debuff. Die Chancen sehr hoch dafür. Er hat ihn. Und schneller Pass. Schneller Pass auf Chester und ganz außen frei. So hat Steffes aber nicht gegen mich gespielt. Hätte er so gegen mich gespielt, hätte ich 5-0 verloren. Im MMA World Cup. Unfassbar. Boah, mach den nochmal auf Roberto scheinbar, ne? Sucht der extra das Matchup gegen einen, den ich hier abfangen nutzen kann. Wow, Steffes hat den im Moment nach 32 Minuten sehr, sehr unter Kontrolle. Das ist mal schön nach den beiden RNG-Spielen davor. Warum gibt es hier die Handschüttelerei? Will der Gegner abbrechen? Warum schüttelt er die Hand? Der Schwarze hat das ja schon verloren hat. So, Moment, der hat jetzt schon Matteo? Wie viel hat er heute online gespielt, dass er Matteo jetzt farmen konnte? Ich glaube, er hat Dreamboards gegeben. Also, ja, Dreamboards gegeben. Weil du kannst das nicht doch gar nicht. Der ist erst heute rausgekommen. Du musst erstmal Level 50 werden, damit du 4 Matteos hast. Und der hat ihn sofort einmal gekriegt und dann aufgelevelt, ey. Ja, das ist ja lustig. Du brauchst aber schon 225, glaube ich, fuck. Dreamboards zu geben. Okay, guck dir das an, 21% abfangen. Ja, fuck. Bin jetzt gerade reingekommen. Achso, du hast es noch nicht gesehen, ja. Nein. Scheiße, und der hat leider sehr gut jetzt gekontert, der Puerto Ricaner. Und hoffen wir mal, dass der Ball da nicht durchkommt. Ah, den geil. Hat ihn. Steffes hat den super gelesen. Casagrande mit der dicksten Nase, die ich je gesehen habe, gewinnt den Ball. Erste Halbzeit zu Ende, geil. Muss ich mir noch willst kurz... Willst du wissen, was heißt Casagrande in Portugiesisch? Großes Haus, das weiß ich. Ja, genau. Ah, okay. Ich du hatte Spanisch ein Jahr in der Schule gehabt und Spanisch ist ja sehr ähnlich mit Portugiesisch. Schon ein komischer Name, kein Spieler. Ja, großes Haus, ja.
Aber witziger ist eher Schwall Tigerbran. Kein Deutscher heißt Schwall oder Tigerbran. Aber natürlich heißt ein Deutscher Schwall Tigerbran. So, ich muss mir kurz ein Erfrischungsgetränk holen. Bis gleich. Ja, okay, bis gleich. Sehr gutes Spiel von Steffes bisher. Oh, aua. Tut ja nicht weh. Mhm. Oh, was sehe ich denn da beim Puerto Ricaner? Der spielt den ganz alten Kals. Links außen. Das ist ja lustig. Er ist aber noch stark. Hm? Sehr, sehr ist stark. Mit in... den Rechtskarten. Okay. Er bekommt 50%. Wow. Interessant. So, weiter geht's. Du siehst noch, sei zufrieden, du siehst noch deinen Lieblingsspieler. Ja, aber ich will ihn mal in Aktion sehen. Das wäre mal spannend zu sehen. Ja, ja, wie gesagt, wenn er richtig gerade, bekommt er den Ball. Mhm. Hoffen wir, dass wir das aber nicht sehen. So, Haas gegen Mizugi. Oh, Mizugi hat massiv hohe Werte. Warum? 13, da hat ein bisschen was geändert. Ja, er hat 6 Schild dabei gemacht. Mhm. Aber ob das reicht, normal dürfte das nicht reichen, aber es ist auf jeden Fall besser als in der ersten Hälfte. Ah, schade. RNG haben wir nie Glück. Den hätte ruhig Haas mal kriegen können. Ich weiß nicht, mit dem RNG Haas zu bekommen wäre eine gute Idee, weil er konnte vielleicht fast gar nichts machen, außer vielleicht aufs Roberto zu passen. Autoabfang, geil. Das ist gut. Jetzt super, nein. Chester, schneller Pass. Das schnelle Pass. Er spielt, hat ein Apple-Gerät? Das geht doch gar nicht so genau. Noch schön geraten. Er dribbelt, das ist gut. Und jetzt mal gucken, was Steffes jetzt machen kann. Der ist frei. Der ist echt frei. Ja, er kann sich den Ball hochspielen. Haas ist in der perfekten Position. Sogar Matteo kann. Matteo hat ja eine Hotline, ne? Auf ganz was, genau. Auf was hat er nochmal Hotline? Auf alle Stürmer? Angreifer, glaube ich. Hm, okay. Ja. Er gibt 5% mehr. 5% sogar, okay. Nicht 3? Nein, ich glaube, es ist 5. Okay. So, Matteo. Und das macht er auch. Nervig bisschen, dieser Matteo, weil im Manga hat er ja kaum was zu sagen. Der ist gar kein großer Spieler. Der hätten die ruhig ein paar andere Deutsche aus der Nationalmannschaft bringen können. Also so ein komischer Matteo. Und der ist Matchup frei. Der hat kein Matchup, der Haas. Und der kann das hoffentlich das 2-0 machen. Glaub schon. Glaub schon. Sieht stark nach aus. Wenn es normal läuft, dann wird das 2-0, ja. Ach, Morisaki hat er jetzt drin. Er hat Morisaki. Da dann ist der sicher rein. Aber 66% sind gut. Der ist drin. Oh. Ja, das sollte doch jetzt sein. Und da muss Esme, wenn das Spiel gewonnen wird, muss Esme das entscheidende Spiel gewinnen. Boah. Wow, ich bin sehr beeindruckt von Steffes. Hätte ich das Spiel gesehen, bevor er gegen mich im Emerald Cup gespielt hätte, hätte ich mir so in die Hose geschissen. Weil das ist schon beeindruckend, was er hier leistet. So, aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Ja, nein, nein, alles ist noch möglich. Aber auf sich selber, das ist gut. Der spielt hervorragend. Wirklich hervorragend. Gito hat was geblockt, leider nichts Wichtiges. Und der entscheidet auch immer richtig gefühlt, ne? Ja. Nicht wie ich. Oder wie ich, ja. Steffes Hut ab.
wieder frei, komplett frei außen. Oh, hätte ich nein, gedacht. Ja. Warum geht er absichtlich ins Matchup? Hat das einen Grund? Mal gucken. Ja, schon wieder richtig entschieden. So, was macht er jetzt? Der muss ein Apple-Gerät haben. So genau würde ich nie im Leben spielen können. Und das sollte haarsfrei sein, oder? Wenn nein, Robson, weil der Post macht, glaube ich, Robson wird da dabei sein. Wahrscheinlich passt er auf jemand ganz anderes für eine Hotline oder so. Ich glaube, wer vielleicht. Ja, das ist Roberto sehe ich. Also auf jeden Fall Zeit runterbringen, das ist immer ganz gut. Das Spiel total kontrollieren in der gegnerischen Hälfte. Nita, der kann auch defensiv nichts. Jo, der hat noch nicht mal Skills defensiv. Sehr gut gespielt dann. Perfekt. Weil Roberto gibt auch 5%. Gibt er auch, das wusste ich jetzt auch nicht. Spontan, ne. Aber der macht Doppelpass. Oh. Will er schießen, ja, ich glaub, Roberto? Ja, vielleicht schießt er mit dem Roberto. Der schießt wahrscheinlich wirklich, jo. Weil er kann sich selber auch 5% geben. Das macht er auch? Okay. Ja. Er braucht nur ein Matchup zu gewinnen und er gibt allen 5%. Ich habe mir extra nicht seine Fähigkeiten angeschaut, weil ich Angst hatte, dass ich den doch pullen werde. Der sieht sehr, sehr gut aus, ey. Vielleicht soll ich ihn wirklich pullen. So niedrig. Okay, das wundert mich auch. Ja. Ich glaube, Roberto ist halt einfach kein Schütze. Mit dem sollte man einfach nicht schießen. Boah, sind das saubere Pässe. Aber das Spiel ist auch vorbei. 2-0 hat Steffes gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr stark gespielt. Perfekt gespielt sogar. Ich bin ziemlich beeindruckt. Ich war selten so beeindruckt. So, gegen wer hat er überhaupt gespielt? Wie hieß er nochmal? Puerto Rico war sein Teamname. Den Namen vergessen leider. Hui! Wow, Ness. Sehr gutes Ness. Spiel. Ness hieß, ach ja, Ness, genau. Ja. Ness. 2-0. Ja, Steffes, hättest du so gegen mich gespielt in Emerald Cup, hätte ich 8-0 verloren. Ach Quatsch. So, damit führen wir nicht, aber 2-2 und jetzt geht's. Wow, entscheidendes Spiel, richtig, richtig spannend. Was war dein Eindruck, Steffes? Gut. War gut. Bist du im Schwitzen? Schwitzen immer. So sind Pro-Spieler, sie schwitzen immer. Hast du dich gewundert, dass Roberto auf so niedrigen Wert kam gegen Morisaki? Ich habe es probiert. Ich habe gedacht, ich probiere es mal, weil warum nicht? Ja. Ja, ich hatte noch Boris gesagt, ja, Roberto konnte vielleicht den Tor machen. Mhm. Dann habe ich die Werte gesehen und ich war schockiert. Ja, ich war auch ein bisschen schockiert. Weiß aber auch nicht, was Morisaki aussah, dass er super Sub ist, was er sonst noch so kann. Bonus gegen die Non-Japaner. Okay. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich echt gespannt. Esme ist unser letzter Mann. Darf man das verraten? Oder ist er das gar nicht? Überraschung. Ach, Ryu ist ja auch noch dabei. Überraschung. Aber wir haben nur 5 Leute, ne? Also 5 Spiele. Genau. Und Ryu und Esme haben beide nicht gespielt. Oh, okay. Was wird das Überraschung jetzt? Okay, bin ich mal gespannt. Boah, wer du verlierst, wenn du drin bist. Ey. Nein. Mach bloß keinen White Pass wie gegen Michael, sonst bin ich echt sauer. Nein, wir sind ja alle bei dir. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. So. Ah, Jesus, oh nein, gegen den habe ich mal im letzten Emerald Cup vor einem Jahr gespielt und hat mich so auseinandergenommen. Das sind alles gar keine Deutsche, ey. Was ist das für ein Derby? Das ist gar kein Derby. Vielleicht vertrauen die FC Germany nicht. Ah, Esme spielt doch, okay. Ja, würde ich auch nicht. Ja, Überraschung. Okay, so. Esme spielt doch. So. Esme, der kann es doch, oder? Aber Jesus kann eine großartige Sache, und zwar RNG für sich ausnutzen. Und wir sind schon der neuen Roberto schon. Jo. So, das ist das Überraschung. Ich spiele heute nicht. Okay, gute Überraschung. Aber ja, dann macht es ja Sinn, dass du nicht in Voice da drüben warst.
Also oh, das hat nichts damit zu tun. Steph, es konnte mir im Privat schreiben. Ja, deswegen habe ich nicht ausgeschlossen, dass du vielleicht doch spielen könntest. Auch ich klicke mal auf das Spiel. Daytona, du bist ja echt fies. Warum? Wo war ich denn fies? Also wenn du den FC Germany kennen würdest, Daytona, dann würdest du dir auch denken, ja, ist vielleicht doch logisch, dass die nur Nugget-Leute antreten lassen. Um das mal vorsichtig auszudrücken. So, los geht's. Esme. Jesus gegen Esme. Ich halte sehr viel von Esme. Und wer? Das geht in die Hose. Geht nicht, der ist mal Lehrer. Größtenteils verliere ich gegen ihn. Dann hoffen wir es mal. Pepe, okay. Das ist ein episches Duell. Jesus gegen Esme. Wow, wow, wow. Das ist sau spannend. Das letzte Spiel steht 2-2. Ja, ja. Großer Druck jetzt. Um zu erfahren, wer wird gewinnen. Ich glaube nicht, dass Esmer Druck verspürt. Der ist sich sehr selbstsicher, glaube ich. Oh Gott, Matsuyama hat beides geblockt. Ah ja, da ist ja klar gegen Robo. Ja, der blockt doch automatisch. Ja, ja, oder? Und das ist jetzt das große Schwachpunkt vielleicht von Esme. Den neuen Roberto. Ja, ja, genau. Was halt nochmal ärgerlicher wäre, wenn wir das jetzt verlieren würden wegen Bakker, ne? Dass du halt so ein Spiel verlierst, weißt du? Ja, aber das ist nicht deine Schuld. Nein, das Bakkers Schuld ist das definitiv nicht. Ach komm, 100% und ein Crit. Ah, geil. Jetzt hat er dann das den geerntet. Ja, aber das Spiel danach ja auch. War ja auch nicht gerade von Angie Glück gepflastert. Über Pole hatte nicht so viel. Genau, genau, Pole war das, ja. Aber erstmal hat sich super den Ball jetzt mit Matsuyama da vorne erspielt. Und jetzt Sorimachi könnte den. Ah, das ist ja Genzo ist ja im Tor. Sorimachi ist kein Genzo-Killer. Das ist ein bisschen ärgerlich, weißt du. Aber Esme, ich habe volles Vertrauen in Esme. Ich auch. Ich habe schon selber gegen ihn gespielt. Und es ist nicht schön, gegen ihn zu spielen. Ich habe ja oft Spiele mit dem kommentiert. Und wie er spielt, das ist schon hohes Niveau. Mhm. Deswegen sagte ich ja letztes Mal auch schon, wenn man Esme hier supporten würde, dass er in so einem Turnier beim offiziellen Dream Championship da sich einmal qualifiziert, die Chancen sehr hoch, glaube ich, dass er da gewinnen kann. Ist halt schade, dass er jetzt keinen Roberto hat. Mhm. Wenn du sein Team auch anschaust, ist halt sehr schwer Roberto-lastig. Ja, man kann sagen, es ist seine Schwachpunkt jetzt. Ja, und jetzt muss halt richtig liegen, ne? Jawohl! Und wir wissen alle, was Michael kann. Tore gegen Gänse machen, wenn er nah genug vom Kasten ist. Jo, der ist super nah. Wenn jetzt kein RNG kommt, ist das Tor mit 70%. Obwohl, kein Crit, aber egal. Sollte trotzdem hoch sein, die Chance. Ja, wir haben sau viele. Ich wundere mich immer wieder, wie viele hier Superstar sind. Ich habe das letzte Mal auch gesagt. Gestern habe ich das gesagt. Oh, ich bin überrascht. Der Gegner hat noch immer nicht den Full Power. Ja, der hält. Bitte halt den nicht. Der hält den echt. Ach komm, perfekt. Alter. Scheiße, Mann. Oh, fuck. Das ist halt ärgerlich wieder, ne? Also. Ja, aber es ist noch nicht fertig. Oh nein, nein, und dann, oh nein! Oh. Kacke! Und ja, dann die Kontersituation, ey. Das ist halt das Ärgerliche, ne? Du machst halt, der Hit mit 30%. Oh, nein, bitte nicht, das ist... Ja, die Gewerbe sind zu groß. Das, nein, bitte nicht. Ey, diese RNG-Scheiße, ey, mich kotzt die Scheiße. Oh. Ah, Gold-Regenbogen-Crit. Aber kann auch immer reingehen. Ja, kann trotzdem reingehen, ja.
Ja, den halten. Okay, hoch. Jetzt mal durchschlafen. Aber der Gegner wird den Flugbrauer für den zweiten Teil jetzt haben. Ja. Schade, nicht gleichzeitig. Puh, ey. Ja, ich stimme Angies Teamname zu. Fix Angie. Bitte fixt Angie. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn du sowas hast. Ja, wir konnten jetzt führen mit 1-0. Gefühlt hält Gänse so viele 30-prozentige und der hat ja Longfeed, das ist mit der Kontersituation immer so anstrengend, wenn man dann selbst spielt. Aber du alles auf eine Karte setzen, das war halt echt gut gespielt von Esme. Ja. Ganz sicher. Hätte belohnt werden müssen, eindeutig, aber naja. Man sieht, wie Mastercatch broken ist. Ich würde nicht mit dem Mastercatch nennen, ich würde einfach sagen, dieses RNG einfach nur. Nur dieses RNG ist einfach total. Ja, aber Diskussion steht aber sogar, auch wenn sehr niedrig Prozent ist, kann er aber noch immer noch den Ball abfangen. Ja, aber du hast ja gesehen, siehe bei Baka, ne? Der kriegt halt mit 20% den Ball und kassiert mit 30%, zack, liegt 1-0 hinten, anstatt dass er mit Basis das Tor macht, weißt du? Ja, aber Zedo hat nicht den Catchmatcher. Und was will ich sagen, ist, dass einfach Gänse den Catchmatcher hat. Das heißt, er hat eine große Probabilität, noch den Ball noch richtig zu fangen. Ja, gut. Der Schade von Baka ist, er hat keinen Catchmaster mit dem Zino, dafür hat er eine Ecke, der Gegner hat eine Ecke bekommen und er hat den Pass mit dem Hugo gemacht. So, und jetzt hoffen wir das Beste. Esme hat auf jeden Fall Ballbesitz. Das ist gut. Sehr schön. Der hat Schneider eingesetzt. Okay. So richtig entscheiden, aber selbst dann ist nicht sicher, dass der Ball durchgeht. Ah, Schade. Jesus. Das hat einfach. Ja, und jetzt schön, aber ja, natürlich Arbeit Crisis. Boah. Ich verstehe halt nicht, warum man bei solchen Cups eigentlich nie Glück haben. In jedem Cup. Ja, gefühlt habe ich auch immer den Eindruck, wir sind die. Also, hast du doch beim Best EU Cup gesehen, wie wir da. Sag mal schnell, wie wir da auch gegen Vira Elite am Ende verloren haben, wegen RNGs, ist einfach nur wieder zum Kotzen. Gut, also, der Bus. Es nervt halt ein bisschen. Ja. Also ich schäme mich schon, weil ich habe fast alle Spiele verloren. Doch. Ja, du kannst ja aber nichts. Das ist halt, ist halt schwierig, ne? Ja. Ich probiere, aber das Spiel sagt nein. Aber ich schäme mich trotzdem, weil. Ja, brauchst du nicht, nein. Ich konnte gewinnen, aber das Spiel lässt einfach nicht. Ah, ist halt einfach wieder. Egal, muss die. Oh, 82.000. Ja, das sieht nicht gut aus. Mit Full Power, ja, Full Power. Das ist, glaube ich, jetzt garantiert rein. Das ist viel. 71 ist viel. Ja, aber selbst wenn der Ball jetzt reingeht, haben wir noch Chancen. Ja. Ach, komm. Ja. Fuck. Aber jetzt haben wir Anstoß und Essen wird das machen. Ja, Essen hat jetzt auch noch Full Power Boost gekriegt. Das ist halt einfach ärgerlich. Anstatt dass es 1-1 steht, steht jetzt 0-1. Das ist halt schon sehr unglücklich für uns, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Also in entscheidenden Situationen, ne? Und auch der Gegner hat profitiert, mit Matsuyama für den 30 Savir zu benutzen. Muss erstmal ein Roberto irgendwie durchkommen. Ist auch ist nicht so leicht. Nein, das wird sehr schwer jetzt. Oh, okay. Ja. Ach, komm ja. Doch. Jesus Christus. Ja, sag ich doch. Sehr schwer. Was willst du denn da machen? Acker hat tatsächlich 3 Abfangtechniken. Ja, jetzt ist er mit der 3 Abfang. Sonst ja, aber bei dem Roberto Wert. Bei dem Wert sollte er durchkommen. Nein, er bekommt ihn. Falls er richtig redet, bekommt er. Okay. Der dribbelt echt. Oh, und der macht Tackling. Das ist gut.
Also erst mit Daumen drücken. Das ich drück die Daumen. Der erstmal packt das. Über Kals. Ja, 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 gut. Okay, das ist schon mal gut. Ob er reinkommt. Im Strafraum ist er. Und jetzt hoffen. Hoffen. Ich bete. Ich bete zu Jesus. Der kann wirklich reingehen, ja. Ah, ne, ja. Der Flüger hat halt weniger Momentum, aber gut aus. Wenn der gehalten wird, dann kotze ich im Strahl. Ja, hat er es geschafft. Boah, aber auch super gespielt, ne? Den Ball sich auch noch sich mal vorgespielt, dass er den im Strafraum noch direkt draufschießen kann, richtig gut. Hey, wie redet ihr über meinen Lehrer? Das war sicher, dass er ein Tor macht. Wir waren ja auch, wir haben ja die Daumen gedrückt und wir haben es, ja... Nicht Daumen drücken, glauben. Trotzdem, wenn man glaubt, muss man ja auch ein bisschen Glück auch provozieren wollen. So, aber das Spiel ist noch nicht vorbei, habe ich gehört. Nein, leider nicht. Autsch. Nee, er musste abfangen. Für Pass wird, für einen weiteren Angriff wird es nicht mehr reichen. Hoffen wir es. Gut. Okay. Also mit einem Unentschieden kann ich sehr gut am Ende leben, aber mit einem Sieg noch mehr. Ja, wenn du das RNG betrachtest, ne? Ja. Wäre jetzt auch wieder 2-1. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber machst nichts. Cool, ist aber echt verdammt spannend, muss man sagen. Ich bin richtig angespannt. Ich glaube, ich hatte einmal RNG auf meiner Seite und den Ball abgeklatscht hat. Und der Patrick. Aber das war dann, wo der halt mit RNG durchgekommen ist. Na los, Leute. Ja, na klar bin ich loyal gegen für meinen Lehrer, Flo. Rio ist immer loyal. Die loyale Socke. Ja, ja, ja. Puh, die wollen einfach nicht starten. Ja. Naja, du weißt halt nicht, wer gestartet hat. Also, ja, wer noch starten muss, ne? Genau, ja. Wer hat jetzt gewechselt? Esme hat gewechselt, okay. Oh, da hat noch eine Theresa im Petto. Mhm. Jesus hat aber jetzt den Ball. So. Aha. Farbe halt. Macht sehr, ja, sehr weit passend aus. Schade. Und da kommt es wieder. Spannend. Oder hat schon Full Power? Den fängt er mit 18,2 ab. Wäre wichtig. Ja, wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Na, fängt er doch nicht ab. Mann! Aber man kann nur träumen. Ja, der Gegner gelingt das ja immer. Deswegen kann ich doch... Ah, was für ein Glück. Interessant. Aber, das, aber er kann nicht klären, glaube ich. Aber nein. Doch, der kann klären. Der sollte klären können, bin ich mir sicher. Nein, glaube nicht. Kann er nicht, weil er überpasst hat. Weil er überpasst hat. Ja. Okay. Wenn ein Gegner überpasst, kannst du nicht klären. Das ist einfach wieder lächerlich. Das ist dumm. Sehr dumm. Jetzt hat den Gegner... Oh mein Gott. Das war Glück. Das war verdammt glücklich. So, und jetzt? Okay. Das ist schwierig, schwierig. Er müsste schießen. Naja, ich würde jetzt eine Feigling-Taktik machen mit Schießen. Hat er den Timebomb? Ja, vielleicht mit dem Timebomb kann er durchkommen. Vielleicht und noch. Meinst du, wenn er tackelt, Juge? Ja, oh er, ja. Er hat einen Crit. Ja, ja, natürlich. Er hat einen Crit. Er hat einen Crit out of nowhere. Jetzt nach hinten passen. Jetzt im Strafraum.
Oh, und jetzt zu Gott beten, dass er den Ball irgendwie kriegt. Das ist sehr schwierig. Also wenn er ohne den Crit wäre, dann wieder Timebomb durchgegangen. Das, ja, glaub schon. Der prallt ab! Der prallt ab auf sich selber! Super, super. Er hat Probleme. Boah, das war so wichtig. Also das Spiel geht jetzt auf jeden Fall nicht mehr verloren. Wenn also Misaki, er muss dribbeln. Er muss dribbeln, genau, weil der Dribble Range hat und nur dann klappt das noch in der Zeit, aber der Der hat auch Doppelpass. Ja, aber auch. Bist du sicher? Ja. Das wüsste ich, bin ich mal gespannt. Ich gucke mal. Ich glaube, es wird knapp, aber. Ich denke auch, das wird sehr knapp. Du musst ja nicht im 16er sein, du musst in einer bestimmten Arena drumherum sein. Oder in einer bestimmten Zone. Ja, okay. Dann pfeift der das Spiel nicht ab. Stimmt, der pfeift. Was? Nein! Ach. Egal, 2-2. Wenigstens. Also, ja, hat er schon keine Rolle, weil er hatte keine Standard danach. Drück ich schon mal ein. Boah, das war so wichtig mit dem Abpraller jetzt in der Verteidigung. Ja, naja. Gutes Spiel. Oh, Moment, ich hab dich schon. Ich geh mal kurz rüber und sag Bescheid, ne? Hallo, Piss? So, hört man mich? Test? Test? Ja, jetzt geht's. Wirklich? Ja. Okay. Ich hab kurz mein Mikrofon rausgedingst. So, okay. War ein 1-1, oder? Oder wie ging's aus? Ja. Okay, Moment. Wenigstens ist unentschieden am Ende nach dem ganzen RNG-Pech. Ganz genau. Lieber ein Unentschieden als direkt den ersten Spiel ganz komplett verlieren. Genau, das war ein 3-3. Spannend, spannend, spannend. Immerhin einen Punkt geholt am Ende, ne? Ein sehr wichtiger Punkt. Besser als ein Null. Das stimmt, ja. Also das war ein wichtiger Abpraller am Ende. Der Ball wäre sicher drin gewesen, ey, vom Gegner. Ja. Er hat One-Two gemacht, hätte ihn danach zu Wasser gegeben und das wäre vielleicht das Tor gewesen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt auf. Das war mir zu spannend. Ich werde jetzt meinen Freund Chrono raiden. Wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Danke, Rio, dass du dabei warst. Danke dir, dass ich dabei kann sein. Gerne. Und danke an Steffes, der jetzt raus ist. Wir reden jetzt Chrono. Wow, bin so angespannt, dass ich gleich sofort wieder auf Toilette gehe. Muss ich auch. Gut. So, macht's gut, Leute. Grüß Chrono von mir. Wir sehen uns. Ach, Steffes ist doch noch da. Ja, ich bin noch kurz rübergegangen, hab dir gesagt, dass kein Elfmeterschießen ist. Okay. Ja, ich wollte jetzt raiden. Danke, Steffes, dass du da warst. Gerne. Oh, nur 14 Leute sind bereit zum Reden. Hab ich nicht gehört, dass Steffes heute ein Face-Reveal würde machen. Hä? Ein Face-Reveal. Face-Reveal? Ja. Dann soll er doch mal machen. Aber der hat doch keine Kamera. Er hat ein Handy. Ich bin nicht mit dem Handy drin. Ein Witz. Gut. Naja. Macht's gut, danke, dass ihr da wart und tschüss. Ciao. Ciao, ciao. So, ich hau jetzt ab, Rio, ne? Danke, dass du da warst. Bis dann. Ja, danke dir auch. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Ach, ich muss jetzt aufstehen, Nager. Zum Essen. Dankeschön. Erstmal muss ich aufstehen. Moin, Bogus, grüß dich. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Hallo. Okay, dann stehen wir mal auf. Wie geht's euch? Dream Team natürlich gespielt. Von einem Gacha ins nächste. Vom Regen in die Traufe. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag bisher. Hier sind es gerade 18 Grad sonnig. Ich glaube, 18 Grad ist gerade Rekord dieses Jahr. Zumindest hier in der Gegend. Leute. Seid begrüßt. Was habt ihr gemacht? Habt ihr gepullt? Habt ihr einfach Event gemacht? Was habt ihr gemacht? Oder habt ihr wieder Formbeiträge gelesen? Erzählt doch mal. Wir sind hier gerade noch in der Story ein bisschen. Of course, we could never expect thieves to confess and turn themselves in, right? In my opinion, one of those four was lying. Mehr als eine Person kann es nicht sein. Doesn't seem likely. All four suspects are at the shelter. If you're feeling confident, why not give